Guten Tag, mein Name ist Max Höfler, ich bin der Literaturbeauftragte des Forums Stadtparks. Sie sind sich sicher fragend, wo ist denn der Assistent Keksi? Keksi ist heute leider nur bildlich bei uns zu Gast, da er nämlich mit seiner Freundin Wladimir Ilitsch Juliana, die helle Frau am Bild, auf Sommerfrische ist. Aber seien Sie nicht traurig. Wir haben Ersatz gefunden, und zwar der Rudi. Rudi wird mir helfen, Sie einzuladen zur Literatursause extra. Und zwar, es gibt sehr viele Gründe, um dorthin zu kommen. Zum Beispiel der in den UdSSR geborene Altmeister der Lautpoesie wird uns beehren vor dem Stadtpark, und zwar Valery Scherstanjoy. Dieser Altmeister wird für uns eine extra konzipierte Performance darbieten. Und zwar wird er uns lehren, wie man Lautgedichte so aus dem Stegreif produzieren kann. Ja? Das müsst ihr gesehen haben. Und ihr müsst auch Elfriede gesehen haben, die mit einer Literaturperformance mit dem Titel Alles kurz, das Ende zu sehen sein wird. Aber das ist noch lange nicht das Ende, denn da ist doch noch die wunderbare Barbie Markovic. Die kennt ihr, die Stadtschreiberin. Die, genau die mit dem Thomas Bernhard Remix und mit noch viel, viel besseren neuen Texten. Das müsst ihr sehen, das müsst ihr hören, wie zum Beispiel auch Robert Prosser. Auch ein Jungautor aus Wien, naja, vergessen wir diese Zuschreibung an Wien, vielleicht ist er auch Tiroler. Und er kommt aus Manchester heute, also zu extra wird er kommen. Ja, und er ist ein Verbalcode, so bezeichnet er sich, wie sich Bernhard Zaupe bezeichnet, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er ein wunderbares Buch geschrieben hat, und zwar 4 Säfte-Lehre. Ja, wunderbarer Titel. Der wird auch zu sehen sein. Und wisst ihr, auf wen ich mich besonders freue? Und zwar, ich freue mich wunderbar und sehr ganz viel auf die Stefanie Sargnagel, weil die Stefanie Sargnagel macht so Science, sie nennt sie extrem deprimierende Science. Da weint sogar Uschi Glas oder sieht sehr traurig aus, warum sie das tut und warum der Stöpsel das Traurigste in ihrer Wohnung ist. Das werde ich euch nicht verraten, weil das sicher die Stefanie machen wird, kann, vielleicht auch tut. Ja, darum müsst ihr kommen zu extra am 1. und 2. Juni. Vorm Stadtpark, Eintritt ist natürlich wie immer frei, Beginn ist 20 Uhr und Livestream gibt es natürlich auch immer, und der ist auch in Berlin in der Kulturspelunke Rumbalotte Continua zu sehen. Also kommt oder seht, hört und so weiter. Und als super Spezial-Special gibt es auch ein extra Warm-up, und zwar wird das am 28.05. vonstatten gehen mit Gundi Feierer. Die kommt extra aus Spanien für euch. Und mit Paul Wiewiak, der hat ein Buch geschrieben, das hat so einen Titel. Ungefähr so lang, dass ihr seht, das kann man gar nicht im Fernseher zeigen. So lang ist das. Das ist Wahnsinn. Darum müsst ihr kommen. Denn Keksi wird es so wollen. Ganz gewiss.